Er ist Fischer, wie schon Generationen in seiner Familie vor ihm. Mit seiner Arbeit verdient dieser 36-Jährige in Madagaskar das Doppelte des Durchschnittseinkommens. Doch das Geschäft droht schlechter zu laufen. Früher gab es hier viele Krabben, jetzt sind es immer weniger. Meiner Meinung nach liegt das am Klimawandel. Früher war das Meer weit weg, jetzt rückt es immer näher. Ein Grund ist aber auch die Abholzung. 5 Jahre lang hat der Fischer illegal Holz im Mangrovenwald geschlagen, um Geld zu haben in fischarmen Zeiten. Das Holz verwenden die Menschen für den Bau von Hütten oder zum Feuermachen. Doch der Küstenwald ist ein wichtiger Lebensraum für Wassertiere. Die Abholzung hat für die Natur schlimme Folgen. Es gibt mehr Erosion, wenn kein Mangrovenwald mehr da ist. Und das Meerwasser im Landesinneren steigt höher, weil es keine Barriere gibt. Die Mangroven spielen die Rolle eines Schutzwalds gegen die Erosion und gegen starke Winde, zum Beispiel von Zyklonen. Mittlerweile schlagen die Dorfbewohner kein Holz mehr. Im Gegenteil, sie forsten auf. Denn ohne den Küstenwald ist letztendlich auch ihr Leben in Gefahr.